Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, ich möchte euch einmal kurz ein Haul zeigen, was ich mir gegönnt habe bei Monas Kreativwerkstatt. Und ich bin außerdem in ihrem Designteam und sie hat mir auch gleich in dem Päckchen neue Sachen reingetan, die ich halt verwenden darf, um zu verbasteln. Das möchte ich euch auch noch im Anschluss zeigen. Die Internetadresse für ihren Shop, die verlinke ich euch wieder unten in der Infoseite. Schaut doch einfach mal drauf. Alle Sachen, die ich jetzt euch zeige, könnt ihr in diesem Shop erhalten. Und dann fange ich da auch gleich mal an. Und zwar habe ich mir als erstes gegönnt dieses Seidenpapier. Das ist mit so Vintage, das kann man hier auch wunderbar schön sehen. Ist super für Art Journal oder anderen Sachen, lässt sich sehr gut verarbeiten. Da bin ich richtig gespannt. Hier sind jetzt drin 20 Päckchen, steht hier. Also die sind relativ groß, steht leider keine Größe drauf, hätte ich euch gerne verraten. Auf jeden Fall freue ich mich mega, 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 dass ich das bei ihrem Shop gefunden habe. Es ist nämlich gar nicht so einfach, das zu finden. Dann habe ich mir gegönnt dieses Papier hier. Und zwar ist das Forever Friends, nennt sich das Papier. Ich finde, es ist relativ schwer zu ergattern. Ich habe es irgendwann mal auf einer Messe bekommen und habe dann dieses, das zeige ich euch kurz hier, dieses Scrapbook daraus gemacht. Und habe eigentlich überall dieses Papier weiterhin gesucht, habe es aber leider nicht gefunden. Und zu diesem Buch verlinke ich euch hier oben in der Ecke gleich nochmal den Link, falls ihr euch das Buch nochmal angucken wollt. Auf jeden Fall habe ich dieses Papier gesucht und Mona hat es in ihrem Shop gehabt. Und ich war so glücklich. Und dann habe ich mir gleich das etwas größere Paket noch geholt. Hier in diesem sind, also es ist A4, hier sind 32 Seiten drin und hier sind 48 Seiten drin. Hier sind noch so ein bisschen mit Die-Cut, also so ein Paperpack. Und das ist natürlich hier auch mit Stickern drin, allen drum und dran. Also ich habe mich mega gefreut, dass ich das bei ihr gefunden habe. Hier sieht man halt nochmal die ganzen Seiten, die da drin sind. Und die sind halt foliert, das bedeutet, dass die halt wieder glänzen. Ihr wisst ja, Glimmer glänzen, das passt ja immer ganz gut zu mir. Und auch hier, wie gesagt, ist halt noch ein bisschen größeres Pack. Und da habe ich mich natürlich wahnsinnig drüber gefreut. Ja, was es außerdem noch in den Shop gab, tada, die passenden Stempel dazu. Da habe ich mich natürlich super gefreut, weil ich habe die so noch nicht gesehen. Und ich habe sie jetzt bei ihr echt günstig bekommen. Ich glaube, 8 Euro kamen die jetzt. Bin ich der Meinung, ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die nicht süß, diese Teddys mit Cupcakes und Happy Birthday. Und ja, ich habe mich einfach mega gefreut, gerade weil ich dieses Papier auch super toll finde. Ja, das war das, was ich mir halt jetzt bei ihr bestellt habe. Und jetzt zeige ich euch einmal noch mal kurz, was sie mir noch für das Designteam halt mitgeschickt hat. Und zwar ist es dieses Goyas heißt das, ich glaube. Das ist auch von Santoro. Und ich habe noch gar keine Stempel. Also es sind meine ersten Stempel von dieser Firma. Also nicht von Santoro, sondern von Goyas. Und ja, da bin ich natürlich mega, mega, mega begeistert. Und ich freue mich, die auch zu benutzen. Hier kann man hinten auch nochmal genau sehen, wie die Stempel nachher aussehen. Und hier auch nochmal. Zu diesem Stempel wollte ich euch nur kurz was sagen. Also ich war immer sehr irritiert und habe gedacht, die kann man vielleicht mit Acrylblöcke nicht benutzen. Also man hat ja immer diesen Acrylblock und ich habe immer gedacht, das geht vielleicht nicht etc. Aber hier hinten steht es dann für Leute wie mich halt, die das nicht wissen, steht das hier nochmal drauf, dass man halt einen Clearblock, also so einen Acrylblock halt benutzen kann. Dieses hier ist wohl dann haftend und dann kann man die aufkleben und dann sieht man das ganz genau. Finde ich eine wunderschöne Sache, ne? Und freue ich mich, dass das auch mit den Acrylblöcken funktioniert und man nicht irgendwelche extra Sachen jetzt benötigt, um mit diesen Sachen zu stempeln. Ja, das war das Erste. Als Zweites kamen dann solche Die-Cuts, also die sind schon vorgeschnitten und kann man, von hinten sind sie ganz schlicht, da sieht man das aber hier ganz gut, dass sie halt zurechtgeschnitten sind. Die fand ich auch total putzig und total süß, da bin ich mal gespannt, die kann man bestimmt mit 3D-Stickern, also die so ein bisschen erhöht sind, kann man die gut aufkleben. Und ja, ich mache auf jeden Fall ein Scrapbook draus, weil die liebe Mona mir so ein großes Pack mitgegeben hat. Ich wusste gar nicht, dass es das in 12x12 Inch, also 12x12 Inch, das sind ja 30,5x30,5 cm, dass es solche großen Packs überhaupt von Goyas gibt. Das wusste ich nicht. Ich hatte mal so ein kleines
Die sind ja 15,2, glaube ich, oder 15,4, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das sind, glaube ich, die Hälfte. 6x6 Inch. Oder zähle ich Blödsinn? Ich weiß es nicht. Nee, 15 cm, glaube ich, waren das. 15x15. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Also etwas die kleinere Variante. Und hier sind die etwas größere Variante. Hier sind, ich glaube, insgesamt 32 Papiere drin. Und ja, wollte euch das einmal kurz zeigen. Also ich mache das jetzt einmal. Ich habe das natürlich schon voraufgemacht. Hier sieht man, dass quasi auch schon welche Farben drin sind. Und mir gefällt das ganz gut, dass es so ein bisschen wie Regenbogen aussieht. Und dann hier hat man noch so kleine Extras. Die Verpackung fand ich auch total süß. Ja, und hier an der Seite kann man nochmal sehen. Hier kann man sich das auch nochmal ausstanzen. Das sind auch so wie Die-Cuts. Also man kann sich das ausschneiden. Und dann kann man die auch verwenden. Und hier auf dieser Seite sieht man das auch nochmal wunderbar. Auch nochmal ganz viele. Hier. Und da kann man das Ganze hier rausholen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und da kann man nämlich auch nochmal sehen. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Also das kann man wirklich auch komplett als Die-Cuts hier alles benutzen. Die kann man ausschneiden und dann wiederverwenden. Finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Sache, weil die meisten Verpackungen schmeißt man ja weg und die kann man wirklich noch verwenden. Ja, das wollte ich euch noch einmal schnell gezeigt haben. Dann kommen wir einmal zu dem Papier. Das zeige ich euch jetzt einmal. Also die sind alle einseitig bedruckt und ja, fühlen sich ganz normal wie Designpapier an. Es ist jetzt nichts extra. Es schimmert ein bisschen, finde ich. Kann ich mir aber auch natürlich ein bisschen einbilden. Aber ich zeige euch jetzt die Seiten. Sie sind immer in Zweierpacks vorhanden. Das heißt also, eine Seite gibt es immer zweimal. Und, oh, falsch gedreht. Das fand ich ganz süß. Ich finde dieses Papier Hammer mit diesen Püppchen. Ich finde die ja ganz niedlich. Und deswegen freue ich mich da so drauf, mit diesem Papier halt zu arbeiten. Ja, und ich gehe das jetzt einmal so ein bisschen schneller durch. Und hier finde ich zum Beispiel diese Farbkraft von diesem Türkisen, von diesem hellen Blau bis ins Dunkle hinein, finde ich einfach mega. Und dazu das Püppchen. Also ich finde, man muss auch nicht viel mit den Seiten machen. Die sprechen ganz für sich. Und dann haben wir hier nochmal so ein schlichtes. Hier nochmal, also es ist wirklich farblich alles aufeinander abgestimmt und das mag ich halt total gerne. Auch hier nochmal, es wirkt total genial mit dem Weißen und wieder mit dem Dunklen nach außen hin. Dann gibt es nochmal dieselben, nochmal in anderen Farben. Und das hatten wir ja auch schon einmal in Blau. Also es ist wirklich reichlich Papier drin, das finde ich natürlich super. Auch gerade in diesem Lila ist auch eine schöne Farbe. Es sind also wirklich traumhafte Farben dabei, wo ich wirklich sagen muss, also es gibt jetzt nicht eine Farbe, wo ich jetzt sage, mag ich gar nicht. Auch dieses Rot, weil letztendlich ja von diesem Hellen in den Dunklen gegangen wird, harmoniert das so schön miteinander. Und ich bin auch ernsthaft am Überlegen, ob ich nicht ein etwas größeres Scrapbook mache, damit ich halt auch diese dunklen Farben einfangen kann. Und da freue ich mich schon mega drauf. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt am Wochenende. Versprechen tue ich natürlich gar nichts. Weil nachher stehe ich da und habe das leider nicht geschafft. Ja, und hier ist nochmal das Ganze. Also, es ist wirklich mega, mega, mega. Und ihr bekommt das, wie gesagt, alles, was ihr jetzt hier gesehen habt, bei Mona in dem, also der Shop nennt sich Monas Kreativwerkstatt. Und da bekommt ihr das alles in ihrem Shop. Und, ach, ja, auch meine Teddybären-Sachen. Ich freue mich da so mega. Auch mit diesem Seidenpapier, ich habe das wirklich länger gesucht und auch so ein Vintage-Design, ich glaube, Tim Holz bietet das noch an, ich bin mir aber nicht sicher, aber sonst habe ich es nirgendwo gesehen. Als Extra hat sie mir noch reingepackt, hier unten kann man das sehen, das Washi-Tape mit kleinen Häschen, ganz goldig in der Farbe Grau. Und dann hat sie mir noch wieder diese Embellishments mit reingetan, die finde ich so süß. Ich habe da schon, ich glaube, 2 oder 3 Stück von und diesmal sind das so der bunten und die finde ich genial, die finde ich echt süß. Also die packt sie immer mit rein und ja, vielen, vielen Dank erstmal Mona für diese tollen Goyos Sachen und ich freue mich natürlich mega über die gekauften Sachen, gar keine Frage. Und ja, meine Lieben, solltet ihr jetzt Interesse haben, da einmal reinzugucken, unten in der Infobox findet ihr den Link. Und ich sage erstmal vielen Dank und bis dahin, tschüss.